meinen Kanal, Papa Bastelstube. Heute machen wir nochmal Lackiert 2. Ich wollte eigentlich kein Video machen dazu. Jetzt mache ich es doch, weil ich einfach Lust drauf habe und will euch mal zeigen, was alles so verkehrt gelaufen ist beim ersten Mal Lackieren. Das habe ich euch schon erzählt, ein bisschen was schief gelaufen. Wenn ihr mein News Update gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass ich meine Grafikkarte geholt habe und dass es dann jetzt langsam losgehen kann mit Einbauen. Aber jetzt müssen wir es noch mal lackieren. Da wollte ich euch heute nochmal mitnehmen dazu. Und naja, ich zeige euch mal, was mir passiert ist. Ja, ihr seht hier, Malheur passiert, und zwar beim Sprühen ist da ein paar Punkte von der Sprühdose drauf gekommen. Da hat sich das alles gelöst, quasi wieder angelöst, und dann sind die Blasen aufgegangen und das ist dann der Rest gewesen. Also nicht gerade sehr schön. Hier hinten noch ein paar Pickel. Also das lackieren wir auch noch mal heute mal komplett durch. So wie das Schöne, was ich gestern schon lackiert habe in Weiß, lackieren wir heute auch in Farbe. Und da würde ich sagen, wir fangen jetzt an, nicht lange schnacken, sondern machen. Ne? Jetzt ist mir wieder was passiert, das zeige ich euch gleich. Warum das passiert ist, kann ich euch auch dann nochmal sagen. Das wisst ihr eigentlich in der Zwischenzeit schon. Naja, müssen wir halt noch einmal, das lassen wir jetzt erstmal trocknen und da gehe ich dann noch einmal drüber und dann mache ich das hier ein bisschen blank. Ich hatte zwar die Fläche schon so gut wie fertig schon gehabt, aber super, schöne Dosen. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt erstmal trocknen. In der Zwischenzeit machen wir das andere. Und dann lassen wir das erstmal antrocknen. Und ich mache dabei das Gehäuse und das andere noch, die Deckel in der Zwischenzeit. Zum Glück haben wir jetzt zwei Dosen. Und daher werde ich mir jetzt. Jetzt fängt das genauso an wie beim Gehäuse. Das wird jetzt wieder blasser, also das wird so, dann geht das tief und das muss ich dann wieder rausschleifen und dann muss ich das wieder lackieren. Also das Ausbessern filme ich dann nicht, das ist dann jetzt nur eine Sache von ein paar Stunden noch. Es muss jetzt mindestens 40 Minuten antrocknen erst einmal. Ja, nach 3 Minuten ein bisschen trocken und nach 24 Stunden ist das ausgetrocknet. Aber wir lassen das erstmal jetzt. Tut das jetzt hier rüber, nehme das Gehäuse und lackiere das jetzt, das Gehäuse das zweite Mal hinten und vorne, also oben und hinten, und dann mache ich die Deckel und dann sollte das erstmal gewesen sein, weil das muss erstmal trocknen. Heute war ein wunderschöner Tag, kein Wind, oder so gut wie kein Wind, also den merkt man jetzt nicht so dolle, aber naja. Man weiß ja nie, und deswegen
Mach ich mal lieber jetzt schnell weiter. Das du was jetzt mit hier rüber lädt. Und dann machen wir jetzt erstmal nochmal das Gehäuse von oben. Wie gesagt, das hier oben hat schon nochmal angeschliffen gehabt. Mal gucken, ob wir es wegkriegen ein bisschen. Aber schauen wir mal. Also hier müssen wir richtig doll drauf rotzen, dass das bedeuten kann. Hinten sieht es ein bisschen dunkler aus als ich erhofft, aber das kommt daher, dass ich hier geschliffen und geschliffen habe ganz viel und das Schwarz wieder langsam durchkommt, weil das doch so uneben war, obwohl es gar nicht danach aussah. Naja. Ich habe für die Sprühdosen verschiedene Aufsätze. Na, das werde ich euch mal als Video mit reinheften. Also so ganz glatt, wie ich mir eigentlich damals erhofft habe. Wie so bis jetzt immer aussah, wird es wahrscheinlich doch nicht. Aber eine Seltenheit ist es trotzdem, weil so Pink habe ich schon nirgendwo gesehen. Außer in China, da wird es aber gleich so von Haus aus produziert. Und trotzdem, meine die Person, die freut sich jetzt schon drauf, auch wenn das noch nicht so aussieht, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Aber na gut. Müssen wir jetzt durch, ist leider so, hat so zwar Schönheitsfehler, deswegen ist es ja mein erstes Projekt. Ne? Da ich für die nächsten Projekte gewappnet bin und vorbereitet bin auf gelingen oder nicht gelingen. So. Ich denke mal, hier haben wir jetzt auf bitte. Leichte Welle reingebracht. Sollte jetzt auch hier eigentlich gewesen sind. Das Ganze, was ich jetzt hier ausgebessert habe, das zeige ich euch, ist bett zwar ein gerade. Theoretisch hätte es spachteln müssen, schleifen, ich weiß es. Denn das kenne ich alles von früher noch, aber das war mir jetzt so aufwendig. In 2K-Spachtel habe ich zwar alles da, um das anzurühren, das zu spachteln, zu schleifen, zu spachteln, zu schleifen. Ich glaube, da wäre ich schon im nächsten halben Jahr nicht fertig gewesen. Und sowas auszubessern. Somit sprühe ich das dann nachher nochmal hier vorne etwas durch. Das lassen wir jetzt auch erstmal antrocknen. Aber so wie es bis jetzt aussieht, sieht gut aus. Das sollte dann auch reichen, weil die Farbe, das Lackieren selber hat ja schon so viel ins Portemonnaie gegriffen, sag ich mal, dass das jetzt auch mal werde jetzt hier als Gimmick, weil das sonst nicht so gut aussehen wird, würde wahrscheinlich schon ein bisschen weiß reinwischen lassen, hinten rum wenigstens, dass es ein bisschen Effekt hat, aber theoretisch. Es steht im Kinderzimmer. Kann bewundert werden. Jetzt bin ich nur zwei überlegen. Was sagt ihr? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Soll ich die Grafikkarte von dem Lüfter, dieses Umgehäuse, lackieren oder nicht lackieren? Soll ich es schwarz lassen? Soll ich es weiß machen und ein bisschen pink, wo es silber ist? Weil die Grafikkarte ist schwarz und schwarz und silber. Die werde ich mal euch mit einblenden, dass ihr es mal seht. Soll ich es weiß lackieren, das Gehäuse von der Grafikkarte, oder soll ich es schwarz lassen? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, das wäre sehr, sehr nett. Ansonsten bitte mal ein Däumchen nach oben und die Glocke nicht
Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Das wäre auch super, super, super. Und das ist auch wichtig. Und liked bitte. Bitte, bitte liken und abonnieren. Nicht vergessen. Danke. So. Stellen wir jetzt auch hier rüber. Zum Trocknen. Ja, da wollen wir die Fläche machen. Also es wird jetzt ein pinkes, weißes Gehäuse. Dass das nicht ganz so krass im Zimmer wirkt. Wie ihr seht, Farbe schluckt ganz schön. Also deswegen hatte ich auch kondiert gehabt. Ne? Aber wie ihr seht, die Kondierung war auch zu optimal. Entweder hat sie gewirkt oder naja. Was soll ich jetzt dazu noch sagen? Ne? Ist jetzt so. Und dann müssen wir jetzt durch. Und somit wurde die erste Dose fast wieder alle. Also müssen wir dann hier später noch mit Weiß nacharbeiten. Also es wird jetzt ein kitschiges Gehäuse als wie geplant. Da das jetzt die letzte Farbe war und ich auch keine Lust habe mehr, noch 5 Dosen zu kaufen. Theoretisch im Baumarkt gab es gar nicht mehr. Der Hersteller dauert auch ewig, ehe er wieder was bringt. Und deswegen müssen wir dann mal jetzt ein bisschen in die Trickkiste greifen. Theoretisch hätte ich das so jetzt erstmal vorlackieren können. Ach, da hätte man so vieles machen können. Ich glaube, da hätte ich die nächsten halben Jahre noch zu tun, ne, mit Lackieren. So, und deswegen, die andere mache ich dann auch noch. Ich würde sagen, das war's für heute. Ihr wisst, um was es geht. Also ich habe das nochmal nachgebessert. Und das Endergebnis werde ich euch in den Anhang reinmachen als Bilder. Ich werde mal Bilder schießen, wie es am Ende geworden ist. Ne? Bis dann und wie gesagt, nicht vergessen alles. Ne? Peace, wir sind raus. Ich habe ein kleines Experiment gemacht in der Zwischenzeit. Wenn ihr das seht, die weiße Farbe saugt die pinke Farbe auf und macht daraus schöne coole Muster. Ja, ich habe gekleckert mit der Pistole. Das ist aber das ist mal ein Feature. Das hat nicht so jeder, muss ich mal sagen. Jetzt ist aufgegangen die Blase. Und wenn die aufgeht, sieht das so richtig hammergeil aus. Also das ist doch mal ein interessantes Gehäuse geworden, muss ich sagen. Und so schön. Wahnsinn. Die Punkte werde ich so lassen. Ich sage, das ist einmalig, das Gehäuse. Ich hoffe, meine Tochter wird das so hinnehmen. Oder die Person, besser gesagt. Piep! Es sieht hammermäßig aus, wie es geworden ist, muss ich sagen. Also, Gehäuse Pink, Turn 1A. Würde ich mal sagen. Geiler Effekt. Wie gesagt. Jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt wird es ein bisschen wahrscheinlich schlechter. Aber super. Das nochmal als Nachtrag. Ne?
Und jetzt sind wir wirklich raus. Tschüss, Leute.